So, willkommen im neuen Video von mir. Ihr seht ja, es hat sich nichts zum alten Video verändert. Ich bin immer noch unterwegs. Ich habe jetzt gerade mal in meine Aufnahmen reingeguckt. Mit der GoPro kann man sich einfach mit dem Handy verbinden. Und Soundqualität und auch die Aufnahmeposition passt echt gut. Deswegen würde ich jetzt einfach noch ein Video aufnehmen. Ja, und in diesem Video soll es darum gehen, was ich mag, was ich nicht mag an der DRZ. Also es ist ja wirklich ein Bike, was viele haben. Und ja, Querli hat es ja auch gehabt. Ich glaube, er hatte aber die S, das ist ja jetzt die SM. Und dieses Motorrad ist ja wirklich sehr beliebt. Also auf dem Markt hat es leider echt einen hohen Preis. Aber den man auch verstehen kann, wenn ihr gleich die Punkte von mir hört. Ja, also fangen wir mal mit negativen Punkten an von der DRZ. Was ist an der DRZ nicht sehr gut? Das erste, was ich bemängeln muss, ist das Fünfganggetriebe, weil die Höchstgeschwindigkeit für den, der es braucht, bei mir ist es echt so ziemlich egal. Also die fährt Höchstgeschwindigkeit 140, 150. Und bei 110 auf der Landstraße sind es schon höhere Umdrehungen. Also ich würde wirklich nur, ich fahre meist 90 bis 100, schneller nicht, weil das echt scheiße ist. Ich bin damit mit meiner ersten DRZ zum Nürburgring runtergefahren aus Bremerhaven. Es war super lange Strecke, es hat super genervt und mein Arsch war danach echt am Arsch. Ja, also das Fünfganggetriebe hätten sie gerne noch einen sechsten Gang zumachen können. Das fehlt mir echt so ein bisschen. Weil dann wäre sie echt noch ein bisschen komfortreicher. Also weniger Umdrehung bei 100, kann man auch ruhig mal eine kleine Strecke Autobahn fahren. Also das ist so der erste Punkt, den ich zu bemängeln habe. Ich wollte euch mal kurz zeigen nochmal. Das sind jetzt 100 km/h. Ihr hört schon, sie dreht jetzt wirklich schon ein bisschen mehr. Das ist jetzt der fünfte Gang gewesen, aber es ist echt in Ordnung. Dann der zweite Punkt, 40 PS. Ja, 40 PS hat sie leider nur offen. 400 Kubik Motor ist es ja. Und mir reicht's. Also man kann damit super Wheelies machen. Sie ist nicht so schwer dadurch. Also es hat Vor- und Nachteile, dass das Moped 40 PS hat. Klar, eine EXC hat viel mehr Leistung, eine SMCR auch. Aber die kosten halt auch noch wieder ein Stück mehr Geld. Also muss man auch dazu sagen, das hier ist auch noch eine Vergaser. Die wird ja sogar so noch, wie sie jetzt ist, verkauft in der USA und ich glaube in Japan selber auch. Also komplett mit der Technik, ohne Euronorm, ohne alles. Finde ich eigentlich ganz witzig. Das Gewicht ist auch so ein kleiner negativer Punkt. Also die wiegt ca. 140 Kilo. Aber man muss dazu sagen, 140 Kilo sind jetzt auch nicht so viel wie jetzt eine RM. Ne, wie heißt die denn? Diese RMX? Ne, FMX. FMX 650, die wiegt ja wirklich so viel. Also dagegen ist diese ja leicht. Und die fühlt sich. Also es fühlt sich richtig an. Also, es ist nicht zu viel Gewicht. Ist noch in Ordnung. Ja, ein weiterer negativer Punkt ist der Preis. Also die DRZ gab es damals neu für 6.000 Euro. Und wenn man jetzt eine gute Gebrauchte haben will mit wenig Kilometern, zahlt man auch 5.500. Kann man sein, dass man eine gute auch findet für 4. Ich finde 4.5 ist gerechtfertigt für das Motorrad. Das Problem ist aber, dass die SMCRs, die drüber sind, die kosten dann 7.500. Und deswegen werden die so teuer angeboten und werden auch für 5.000 gerne mal verkauft, wenn die im guten Zustand sind. Das ist ein echt so ein bisschen auch ein Liebhaberfahrzeug. Also 1.000 PS haben sie auch gehabt, gesagt. Wer so ein Ding hat, der verkauft die nicht. Weil es echt ein super Motorrad ist. Für den Preis hat man echt super Spaß. Ja, und dann weiterer negativer Punkt ist, es gibt keine Brems- und Kupplungshebel mit E-Freigabe. Also wenn ihr welche kennt, dann zeigt sie mir gerne, aber
Ich meine, es gibt keine. Ich habe jetzt den Kupplungshebel, leider ist mir da die Kugel abgegangen. Aber ich habe Kupplungshebel, ist ja nicht eintragungspflichtig, da muss nur die Kugel dran sein. Da habe ich mir jetzt einen bestellt, ohne Zulassung. Bremshebel ist natürlich auch dabei, aber den baue ich mir nicht an, da habe ich keinen Bock drauf, irgendwann nicht mehr weiterfahren zu dürfen. Ja, dieser ist ja Silber, den werde ich wahrscheinlich auch noch Pulver beschichten, dann in Blau, dann ist es auch in Ordnung und so. Mach ich mal eben sauber, so. Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwie fällt mir nichts Negatives mehr auf. Ich habe mir nämlich so ein paar Notizen vorher gemacht. Aber ich habe auch nur noch einen negativen Punkt. Aus optischer Hinsicht. Sie hat nur einen 140er Hinterreifen eingetragen. Sieht damit ein bisschen schmaler aus als andere. Aber es soll wohl so sein, dass man mehr Schräglage erreichen kann mit dem 140er. Also es ist handlicher. Aber es gibt auch ganz viele Reifenfreigaben für 150er Reifen. Welche fahren auch 160er, aber das passt alles, glaube ich, nicht so einfach. Ich fahre jetzt einen 150er Conti Attack SM Evo, also den neuen Reifen, und muss echt sagen, das Ding, das hat Grip-Niveau, das ist echt Hammer. Den muss man allerdings eintragen lassen, weil ab 2020 ist ja das Problem mit den Reifenfreigaben, die gelten nicht mehr, wenn es eine andere Reifengröße ist von den Herstellern. Deswegen muss ich mit dem Reifen dann zum TÜV und das eintragen lassen, dass ich den drauf fahren darf, weil der einen Zentimeter breiter ist hinten. Ja, und das war es eigentlich schon mit den negativen Punkten. Positiv, das Moped ist noch eine Vergaser und die klingt geil, die ist angenehm laut, die ist nicht zu laut, muss ich sagen, angenehm laut, klingt richtig gut. Und es ist halt auch alles so legal, man braucht keine Killer rausnehmen. Ich fahre den langen DB-Killer hinten. Ich würde auch niemals einen kürzeren reinmachen, falls echt sonst unangenehm laut wird. Also es hat auch Vorteile, dass sie schon ein bisschen älter ist. Der Kabelbaum ist auch klein. Ich werde es ja dann sehen, wenn ich das Motorrad komplett zerlege. Also ich werde den Motor rausnehmen, alles, damit ich den Rahmen pulvern kann. Ich kann ja dann mal ein Video dazu machen, wie leicht das in Anführungsstrichen geht. Ich habe es selber bei der noch nicht gemacht, aber es wird schon gehen. Also man hat hier echt wenig Kabel, du hast wenig Technik, die da reingreifen kann. ABS, Traktionskontrolle gibt es hier nicht. Traktionskontrolle, finde ich, braucht man auf einer Supermoto nicht. ABS finde ich eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen. Ja, aber dadurch gibt es halt auch weniger Macken. Man kann fahren, fahren, fahren. Und das ist auch der nächste Punkt, die Wartungsintervalle bei dem Bike. Man ist beim Ölwechsel bei 6.000 angegeben oder, glaube ich, einmal jährlich. Ich mache ihn einfach jedes Jahr. Ich fahre eh nur 2.000 bis 3.000 ungefähr im Jahr. Ich glaube, Ventilspiel prüfen ist alle 24.000. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich werde es nächstes Jahr mit dem Motor, wenn ich den sowieso rausnehme und sowas machen, dann werde ich wahrscheinlich auch die Steuerkette tauschen. Ja, also das ist so, und man kann echt leicht Schrauben lernen an dem Bike, also Ölwechsel ist super easy, das kriegt jeder hin, auch mit zwei linken Händen. Bei der DZ gibt es aber vorne noch so einen Filter, ich werde den nächsten Ölwechsel mal filmen, weil das in keinem Video, was ich gesehen habe, gezeigt wird, dass vorne noch so ein Sieb ist. Und da sammelt sich extrem viel Schmutz und gerade wenn das nie ausgelernt ist, dann verdreckt das total. Dann seht ihr mal, was da rauskommt. Ja, noch ein positiver Punkt ist der Tacho. Ich finde den Tacho echt cool. Man sieht groß die Geschwindigkeit, man hat Trippzähler und eine Uhrzeit und die Gesamtkilometer. Also, was will man mehr? Ich finde, der sieht echt schick aus. Klar, jetzt mit der Lichtmaske steht er ein bisschen über, aber ich will ihn nicht rausreißen und gegen irgendeinen anderen Tacho tauschen, weil ich den einfach, der gehört zur DRZ, ich finde den super cool. Also muss man jetzt nicht verstehen, ist meine Meinung, aber ich finde den echt geil. Ja, noch ein positiver Punkt ist, dass man das Motorrad mit der A2 einfach so fahren kann, man braucht sie nicht zu drosseln, also die SM, die Y hat ja ein paar mehr PS.
Die SM muss nicht gedrosselt werden, kann somit 40 PS gefahren werden. Ihr habt, glaube ich, ein Leistungsgewicht von 0,2 genau. Also ist eigentlich das perfekte A2-Bike. Muss ich auch selber sagen, ich habe ja damit auch fahren gelernt. Ein weiterer Punkt ist die Community. Also ich bin in einer DZ-WhatsApp-Gruppe und auf Facebook. Und wenn man da wirklich Fragen hat, es beantwortet hier immer jemand was. Also kann ich nur ans Herz legen, wenn man wirklich so ein Bike hat und damit mehr schrauben will und so, komm ruhig bei uns mit in die Community-Gruppe. Also über Facebook findet man die. Und Grüße auch an jeden, der von der Gruppe jetzt das Video sieht. Also da muss ich echt sagen, da ist echt viel Unterstützung. Da weiß ich das auch mit dem Ölsieb und sowas, sonst wäre ich da niemals drauf gekommen. Also das ist schon echt eine coole Sache. Und ja, also die meisten, die dort eine DRZ fahren, verkaufen sie auch eigentlich nicht. Also die stellen sich die lieber hin. So, ich bin wieder da. Ich musste kurz den Akku wechseln. Ich habe zum Glück zwei. Aber wenn ich jetzt schon stehe, kann ich euch mal den nächsten Punkt sagen. Und das ist einfach dieser Look von der DRZ. Also ich muss echt sagen, mir gefällt es super optisch. Lichtmaske ist natürlich eine Geschmackssache. Welche mögen die Originale halt lieber? Ich wollte die einfach mal umbauen. Ich finde die Originale auch sehr gut. Sieht halt ganz anders aus. Aber allgemein der Look ist echt zeitlos. Also da kann man nicht die 15 Jahre unbedingt erkennen. Klar, wir haben keinen Gitterrohrrahmen, aber es sieht sonst echt gut aus. Also für das Alter ist es echt in Ordnung, muss ich sagen. Also da bin ich auch so, dass ich sage, ich finde sie genauso hübsch wie eine SMCR. Und das wäre jetzt für mich kein Grund, sie nicht zu kaufen, also die Optik. Dann ist noch ein Ding. Sie ist super leicht sandbar und es hat echt eine sanfte Gasannahme hier. Und deswegen haben so Leute wie David Bost, der hat die, glaube ich, sogar zweimal und 100.000 Kilometer auf einer. Er hat damit super Stunten gelernt. Wheelies, Stoppies, Circle Wheelies, glaube ich, auch. Also da muss man echt sagen, ist das Potenzial bei diesem Moped super groß. Und soll auch echt super gehen. Also ich kann bisher nur Wheelies kurz vom Kipppunkt. Ich werde nicht im Kipppunkt auch fahren können. Aber das dauert halt. Also ich will mich da nicht selber so ein bisschen hetzen mit. Nachher kippt man hinten rüber und zerstört sein Bike. Also da bin ich halt so, ja, ein bisschen vorsichtiger. Ja, und der nächste Punkt ist eigentlich, der hängt damit zusammen, dass wenige Leute das Motorrad verkaufen wollen. Die ist super wertstabil. Also die erste habe ich damals gekauft mit 17, also vor 6 Jahren. Und mit 19 wieder verkauft. Und ich muss sagen, ich habe dabei sogar Gewinn gemacht. Also ich habe für die damals 3000 Euro bezahlt in supermäßigem Zustand. Also die war perfekt. Da lag nichts dran, die hatte, glaube ich, 25.000 gelaufen. Aber das ist auch nicht schlimm, also der Motor ist ziemlich stabil, wenn man ihn gut pflegt. Also einen Ölwechsel hier, das ja auf jeden Fall machen. Und hier habe ich jetzt für 3,5 gekauft. Und jetzt durch meine Instandsetzung so gesehen von Bremse und wieder ordentlich sauber gemacht. Also viel Wertverlust haben die halt nicht. Und das ist halt der Punkt, dass man echt ein wertstabiles Bike hat. Und selbst wenn man 2 Jahre nicht fährt und die danach wieder verkauft, wird es wahrscheinlich immer noch so sein, dass sie nicht unbedingt an Wert verloren hat, sondern vielleicht sogar an Wert gewonnen hat. Ja, also das war es auf jeden Fall mit dem positiven und negativen Punkten, also was ich mag und nicht mag, an der DRZ auch verbunden, so gesehen. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich mal von mehreren Motorrädern, also meine S1000R auf jeden Fall, die stelle ich dann auch noch vor. Ich weiß nicht, ob ich das noch im Winter mache oder dann zum Frühjahr hin, wenn ich sie auch wieder fahren kann.
und vielleicht auch andere Bikes von Kumpels von mir mal Probe fahre und mal sag, ein bisschen was zum Motorrad selber erzählen und auch so gesehen Review, also was man so ungefähr alles an dem Motorrad hat. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst gern Daumen, Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Your queen.